Herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ja, weiter geht's. Wie das letzte Mal haben wir ja hier die Pfeile für die Jungs abgegeben. Die warten jetzt, bis der nächste kommt und denen gebrauchte Pfeile bringt. Oh, die quatschen hier ganz lustig. Hört man aber nicht. Ich habe mal die Sprachlautstärke mal auf 100% gemacht. Also ich habe das mal ein bisschen, alle, auch die Gesamtlautstärke ein bisschen lauter, also 5% lauter gemacht. So, mit ihm hatten wir ja schon geredet. Dann gehen wir mal weiter. Oh, was mit ihm hier? Der fühlt sich nicht wohl, ne? Komm, Junge. Gehen Sie mal Drückt die schön. Linkstaste, um mit Flucht des Plünderers Feinden auszuweichen und euch Distanz zu diesen zu verschaffen. Aha. Also wenn sie zu nahe kommen. Oh, das ist ja prima. Das ist ja geil. Ich habe aber auch was herausgefunden, wenn ich die L3-Taste reindrücke. Ach ne, das erklären sie bestimmt gleich. Ach ja, wenn er zu nahe kommt. Ach so, ich hab gerade. Du wolltest mir doch nicht gerade Schaden machen. Ach, ich liebe das jetzt schon. Die kommen jetzt alle von alleine hier angeschissen. Geht weg. So. Ja, haben wir es auch schon geschafft, die Leute. Ich warte mal, bis er das sagt hier. Ich kann nämlich, wenn ich L3 reindrücke, kann ich nämlich hier so ein bisschen. Aber da wird Ausdauer verbraucht. Wie ihr seht, da unten in der Anzeige, links quasi. Aber er füllt sich auch wieder auf, ne? So kann ich ihn, dann schleicht er auch ein bisschen. Oh, ich glaube, der hat mich getroffen, oder? Keine Ahnung. Jedenfalls müssen wir hier durch. So. Da bietet sich's an. Du stirbst auch mal. Ich werde die mal alle hier zur Strecke bringen. Das macht mir jetzt schon so einen Spaß. Eieieiei, was wollt ihr denn hier? So, meine Lieben. Das wäre gerade für den Ausweichdienst am besten gewesen. Da habt ihr mir hier in dem Weg zu stehen. Okay, der hat es auch nicht mehr geschafft. Selbst schuld. Der hat mich einmal getroffen, aber ist jetzt nicht schlimm. Wir haben oben nichts verloren an Schaden. Dann wollen wir mal hier hoch. Gibt ja auch keinen Gegner mehr, aber die spawnen gleich wieder alle. Da ist schon wieder einer gespawnt. Wer bist du denn? Ach, du bist aber nicht der, mit dem ich reden will. Ich will mit Gefreiter Wilfried. Wilfried. Ach, hallo. Ihr wirkt schon wesentlich frischer als unten am Strand. Hab doch gesagt, ein warmes Feuer wird euch gut tun. Oder wie meine Mutter immer zu sagen pflegte, warme Kleidung bringt ein warmes Herz. Ihr habt genug Skelette aus dem Weg geräumt, sodass wir es durch das Tor schaffen sollten. Linkletter hat mir einige Heiltränke für euch gegeben. Ihr werdet sie vielleicht auf der Brücke brauchen. Okay. Kleiner Heiltrank. Hat er auch schon abgelegt. Tut man mit dem Steuerkreuz anwenden. Ja, dann gehen wir mal weiter hier. Wählt einen Ort, um dorthin zu reisen. Genau, und das ist hier unsere Karte, wo wir dann immer reisen werden. Bis jetzt nur ein Ziel. Hier sind wir gerade. Und wir wollen jetzt zur Brücke des schlafenden Drachen. Schlafenden Drachen, ja. Einmal bitte dahin reisen. Da sind wir auch schon. Sie stecken in Schwierigkeiten, wir müssen ihnen helfen. Ja, das werden wir auch. Kein Problem. Drückt den linken Stick und bewegt diesen in eine Richtung, um eine Ausweichrolle zu vollführen. Sie können nicht abrollen, wenn Ihre Ausdauer zu niedrig ist. Gerade so noch reagiert, weil der noch gelabert hat. Oh, hier, er will.
auch ein Bogenschütze, aber seine Reichweite war jetzt nicht so weit. Seine auch nicht. Meine ist dafür wesentlich weicher. Ausweichen, das hatten wir ja. Ach, jetzt haben sie es erst gesagt. Genau, wenn man jetzt, weil die Gegner meistens, wie ihr gesehen habt, hier so eine rote Fläche. Und wenn man da drin stehen bleibt, kriegt man auf jeden Fall Schaden. Das nimmt gar kein Ende. Ui. Das war schon richtig Hammer. Und ich habe automatisch auf den Stick gedrückt, der mich hier so ausweichen lässt. Aber der muss sich auch wieder ein bisschen aufladen, ne? So. Da haben wir schon 50 Skelette getötet. Ja, normalerweise gibt es auch Trophäen, aber ich werde die wohl nicht mehr kriegen, weil ich die mit meinem ersten Tank dann schon gekriegt habe. Es sei, es gibt hier für den Charakter hier noch. So, du gehst auch mal. Da muss ich mir erst dran gewöhnen. Ich habe jetzt gerade schon wieder überlegt, ob ich hinrenne und mit dem Schwert hier, ne? So. Aber die rennen ja zu Wilfried und dann kann ich schön von hinten. So. Aber wir haben schon ein bisschen Schaden gekriegt oben. Müsste sich aber eigentlich. Ne, am Feuer, glaube ich, lädt sich das wieder auf. Ich will aber jetzt keinen Heiltrank nehmen wegen den kleinen Zipfel. Der hat es auf mich abgesehen gehabt hier. Was bei den neuen Höllen ist das? Ich schlucke eure Seele. Aha. Genau das, und wir sind Level 4. Und entschuldigt, wenn manchmal es so zur Sache geht und ich dann. L1 und die Quadrattaste, um Erdbebenschuss einzusetzen und dabei einen erschütternden Schuss in den Boden zu feuern, der Gegner heranzieht und ihnen Schaden zufügt. L1. Ah, Erdbebenschuss. Ihre tägliche Kraft kann aktiviert werden, wenn ihre Aktionspunkte voll sind. Ah ja. Okay, das lädt sich dann wieder auf. Aber gut zu wissen. Ach so, das ist meine auch, hätte ich mir aufheben sollen. Für, so. Hätte ich mir aufheben sollen für den Boss, der gleich kommt. Aber naja, ist egal. Das Torhaus, wir schaffen es. So, die Bogenschützen sind ja kein Problem. Wir sind außer Reichweite. Oh, das hätte der Wilfried mal nicht machen sollen. Und dieser Fleischklops ist jetzt unser Bossfeind. Ist das schon aufgeladen? Nee. So, machen wir erstmal die drei weg. Ah, wie weit muss ich rangehen? So. Oh, ich bin aus der Reichweite gegangen und er hat sich wieder vollgeladen. So eine Scheiße. Ich kann aber hier jetzt Bogen machen. Oh ja, das war gut. So, jetzt wollen wir den mal bearbeiten. So, mein Junge. Drück die X-Taste, um Beute aufzusammeln.
Ja, das hatten wir ja schon mal, ne? Wir haben ja schon mal was aufgenommen. Und jetzt können wir mal gucken, wegen die. Aber wir haben gleich eine Schriftrolle dazu gekriegt. Diese Schriftrollen brauchen wir nämlich, wenn Gegenstände ein Fragezeichen haben, brauchen wir diese Schriftrollen, um das zu identifizieren. Und die sind auch gut, die Schuhe. Und die kann ich auch sofort anlegen. Ja, und die können wir ja später hier verkaufen, unsere ausgelatschten Dinger hier. Sehr schön. Ja, da muss ich mir erst dran gewöhnen mit dem Ausweichen und so, weil ich bin es ja nun, wie gesagt, mit dem Tank nicht gewohnt. Da brauchte ich nicht ausweichen. So, gefreiter Wilfried, was hast du dabei gedacht, da einfach hinzurennen? Es tut mir leid. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Ja. Aber ich konnte nur noch an all die Freunde denken, die sie auf dem Gewissen hat. Berichtet Feldwebel Nox, was passiert ist. Bittet ihn, nach meiner Mutter zu sehen. Da steht zwar, um meine Mutter zu kümmern. Haltet durch, Wilfried, ich hole Hilfe. Ihr müsst sie aufhalten. Lord Neverember ist kein Heiliger, aber diese Alternative ist wesentlich schlimmer. Wenn Neverember fällt, herrscht Velindra über Neverwinter. Sucht nach Feldwebel Nox. Er ist einer von Neverembers Wachen. Einer der Guten. Ihr müsst Valenta. Oh, ich glaube, er stirbt gleich. Es tut mir leid, Wilfried. Ja, er ist gestorben. Und damit ist das Tutorial beendet. Neverwinter. Und jetzt geht's nach Protectors Enclave, also quasi die Stadt Neverwinter. Ich überlege gerade, ob ich euch die Stadt erstmal, ich meine, die meisten, die das Spiel kennen, kennen ja die Stadt. Aber für diejenigen, die das Spiel, und hier sind jetzt auch massig andere Spieler dabei, ne? Er auch 64 schon. Hier haben wir übrigens noch unser Postfach, weil wir gerade oben, ganz rechts oben, sehen wir ja jetzt einen Briefumschlag. Das heißt, wir könnten in Menü gehen, könnten hier nachgucken bei Nachricht. Und ich glaube, wir könnten die Nachricht öffnen. Wir kriegen aber da ein Geschenk. Das werde ich jetzt mal nicht vorlesen. Ist so ein Willkommensgeschenk für jeden neuen Charakter, den ihr euch erstellt. Kriegt ihr eine Kiste. Aber ich muss, um die Kiste zu kriegen, an so einen Briefkasten hier gehen. Also wenn ihr durch Post irgendwas kriegt, müsst ihr hier rangehen und Gegenstand nehmen. Und dann könnt ihr auch die Nachricht löschen, damit sich da nicht zu viel ansammelt. Ja, hier sind wir in Neverwinter. Also ich müsste jetzt eigentlich den ganzen Weg wieder zurückrennen. Ich dachte, ich spawne da unten. Dann hätte ich euch ein bisschen gezeigt. Aber wir werden im Laufe der Zeit in der Stadt noch genug rumrennen. Demzufolge, ihr seht ja hier auch, Moment, hier hinten ist der Feldwebel Knox. Ich hätte aber auch da hinten noch irgendwo. Ach nee, da. Da sind auch noch Quests anzunehmen, aber gehen erstmal zu Knox. Gucken, was er von uns will. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Ja, hier Brücke des schlafenden Drachenlords. Wilfred ist tot? Ja, Himmel und leider. Hölle, er war zu jung für so einen Tod. Ich möchte euch für eure Taten auf der Brücke danken. Vielleicht wäre sogar die Protectors Enclave gefallen, wenn der Vorbote die Mauer überwunden hätte. Bitte nehmt euch aus der Kiste hinter mir ein Zeichen meiner Anerkennung. Ja, danke. Danke, Feldwebel. So, da kriegen wir auch schon unsere erste Belohnung.
Und zwar einen neuen Langbogen. Ja, den haben wir ja für die Mission Brücke da gekriegt. Den nehmen wir natürlich. Und guck. Oh, guck mal hier. Das war ein Gefährte von dem, der mit dem Pferd da wegreitet. Aber zu Gefährten kommen wir später noch. Ne? So, erstmal gehen wir hier im Rucksack rein, öffnen mal unsere Kiste. Und da haben wir eine gebundene Farbstoff-Geschenkbox. 4x Schriftrollen zum Identifizieren von Gegenständen. Und Partyknaller. Und 4 Heiltränke. Ja, super. So, die Partyknaller, die können wir mal gleich loswerden. So, habt ihr das gesehen? Da, habt ihr noch einmal gesehen? Ja, weil Platz ist hier rar und wir werden hier jeden Platz brauchen. Ich glaube, diese Farbstoffe lasse ich erstmal in dieser Kiste, weil wenn ich die jetzt auspacke, seht ihr, sind wahrscheinlich fünf Plätze belegt, ne? Das lasse ich dann erstmal. So, der Bogen ist auf jeden Fall besser wie unser alter. Den wechseln wir mal gleich. Steht auch immer da, empfohlen. Wenn empfohlen da steht, habe ich bei meinem Tank auch so gemacht, habe ich immer gewechselt. Also ich habe jetzt nie so auf die Werte, ich habe eigentlich immer, wenn empfohlen, denke ich mir mal, dass das Spiel dann darauf hinweisen will, dass es das Beste ist, wenn man das tauscht. So, muss ich denn jetzt wieder zu Knox? Ja, das sieht ganz danach aus. Wir haben heute viele gute Leute verloren. Und die Tatsache, dass der Vorbote so nah an der Mauer erschienen ist, stellt die Sicherheit der Enclave in Frage. Mhm. Quest abgeschlossen. Kommt Tellerwäscher zum Millionär. Ja, ihr habt sicherlich einen großen Teil eures Besitzes verloren, als euer Schiff von dem Drachenlich zerstört wurde. Viel kann ich euch nicht anbieten, außer ein wenig Zivilkleidung. Ihr möchtet euch doch sicherlich auch irgendwann einmal ausruhen und aus eurer Kampfmontur heraus. Versorgungsfeldwebel Quinn kann euch sicher weiterhelfen. Ihr findet ihn westlich von hier, am anderen Ende des Tunnels. Okay, wird gemacht. Feldwebel Quinn. Und man hat natürlich immer die Leuchtspur hier, ne? Ich werde natürlich alle Missionen annehmen, ne? Auch die da hinten jetzt sind, die ihr hier unten auf der Karte noch seht mit den Ausrufezeichen. Werden wir dann auch noch abarbeiten. Aber erstmal machen wir hier ein bisschen. Das ist Feldwebel Quinn. Ich habe von den Ereignissen auf der Brücke gehört. Und auch, dass ihr den Vorboten aufgehalten habt. Wir stehen alle in eurer Schuld. Nox hat mich gebeten, euch neue Kleidung zu geben. Ich habe leider nichts Ausgefallenes. Aber immerhin halten sie warm. Werft einmal einen Blick in die Truhe. Ja, das mache ich. Auf Wiedersehen. Und hier haben wir schon wieder die nächste Truhe. Bestätigen. So, aber ich zeige euch gleich mal was. Ja. Er will, dass wir in den Charakterbogen gehen und uns... na, wir können sie ja mal anziehen. Einmal das Hemd, Oberkörper und einmal die Hose. Ist so eine Art Unterhose. Unter diese Kleidung, die wir jetzt hier oben so tragen. Hier oben, ne? Hier haben wir ja schon. Und das ist dann Unterhemd und Unterhose. In dem Fall stand da Oberkörper und Unterkörper, glaube ich. So, aber wenn wir jetzt hier... Das habe ich allerdings mit meinem ersten Charakter erst viel später rausgefunden. Zu den Typen hier mit dem Geschenk gehen. Dann können wir uns nämlich hier dieses Onyx-Kleidung holen. Die gibt es kostenlos. Einmal bitte her damit. So, ansonsten hat er, glaube ich, nichts mehr. Ja, nichts verfügbar. Wenn ihr jetzt noch was gekauft habt und so, glaube ich, könnt ihr das hier auch. Und hier ab Stufe 60 gibt es auch noch einiges. Aber ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das muss man sich kaufen. Ne? Und dann kann man sich das hier abholen. Bestickter nimmervoller Beutel, ja, hätte ich gerne. Weil Rucksäcke kriegt man, also ich habe jetzt mit meinem 67, Level 67 Charakter, habe ich zwei Taschen
Also eine Tasche, ein Rucksack und dann noch so ein kleines Ding. Kaum der Rede wert, da sind bloß, ich glaube, 10 Plätze bloß oder so. Und ja, da muss man sehen, kostet Zen und Zen ist natürlich eine Währung, die man mit richtigem Geld kaufen kann. Aber ich will versuchen, in diesem Spiel kein richtiges Geld auszugeben, denn es gibt auch Möglichkeiten, sich die Zen auf andere Weise zu besorgen, indem man das, da kommen wir dann später zu, wenn es dann soweit ist, ne? So, wir sollen erstmal zu, ach so, wir können ja aber erstmal noch hier schnell die andere Kleidung anziehen. Ja, das erstmal auspacken. So, wunderbar. Und jetzt ziehen wir das auch an. Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Und diese beiden Dinger kann man leider nicht verkaufen. Also bleibt einem dann nur übrig, es zu entsorgen, damit der Platz frei wird. So. Genau. Jetzt könnt ihr auch mal hier im Charakterbogen gucken. Jetzt haben wir hier unten nämlich für den Kopf was, für den Oberkörper und für den Unterkörper was Besseres. Man kann hier auch umschalten. Also mit den Klamotten hier sehe ich quasi so aus. Ja, so. Seht ihr? Aber so möchte ich ja nicht rumrennen. Ne? Das ist ja, sehe ich ja gar nicht mehr aus wie ein Waldläufer. Da sehe ich ja aus wie eine Prinzessin. Ne? Eher. Nee, wir behalten das mal so. Und aber ich denke mal, von den Werten ist das jetzt besser. So, Feldwebel Knox. Ich hab. Ihr seid zurück. Gut. Ich habe mehr Arbeit für euch, sofern ihr daran interessiert seid. Aber sicher doch. Der Diebstahl der Krone wäre unsere nächste Aufgabe. Mir wurde von Störungen in den Gewölben unter der Halle der Gerechtigkeit berichtet. Seit dem letzten Angriff gibt es kaum noch Wächter, aber ihr solltet doch fähig sein, dem nachzugehen. Ich habe dem Torwächter mitgeteilt, dass ihr kommen werdet. Er wird euch ins Gewölbe einlassen. Ja, untersucht die Gewölbe unter der Halle der Gerechtigkeit. Ja, machen wir. Und da kriegen wir einen Gürtel als Belohnung. Hört sich doch schon mal gut an. So, ich überlege jetzt gerade, ob ich eventuell... Moment, ich muss mal gucken, was für Quests das sind. Hier hätten wir dann das mit den Gilden, ne? Aber da wäre ich wohl im... Da ich ja alleine spiele, werden wir damit nichts zu tun haben. So, jetzt gucken wir mal, was sie will. Die Drachengeborenen. In der Tat, ich habe einige Fragen an euch. Wer seid ihr? Er redet jetzt zum Beispiel nicht, wie ihr seht, ne? Ich bin Cyrina, Abgesandte der Streitkräfte der Drachengeborenen hier in Neverwinter. Aha, ich habe weitere Fragen. Seid ihr der Anführer der Drachengeborenen? Ja, wahrscheinlich nicht. Als ich gesagt, Abgesandter, das brauchen wir also nicht mehr fragen. Macht ihr euch Sorgen, dass Neverwinter eure Hilfe abschlägt? Was sagt er darauf? Bevor wir angekommen sind, haben wir uns Sorgen gemacht. Doch es wirkt so, als ob Lord Neverember und seine Verbündeten froh über unsere Hilfe sind. Selbstverständlich ergibt es Sinn, dass sie uns nicht vollkommen vertrauen. Aber die Drachengeborenen sind ein ehrenhaftes Volk. Und wir stehen zu dem, was wir sagen. Das ist super. Okay. So, mehr Fragen brauchen wir eigentlich nicht stellen. Jetzt heißt es natürlich, die Quest werde ich mal annehmen. Trefft euch mit General Barash in der Protectors Enclave. Okay, machen wir. Wir werden mal hier die Quests annehmen, die hier so, ne, die so verstreut sind. So, er hier da unten ist jetzt schon... Warte mal, war ich gerade bei dem hier? Ach nee, da ganz unten ist nämlich auch noch ein Fahrrad. Na, ist egal. So, er hier, was möchte er denn? Seid gegrüßt. Ein Lied von Zaubersphären. Okay. Findet und nutzt die drei
Ausfährungskugeln in Projektors Enclave. Machen wir. Er meint, glaube ich, die Dinger hier. Also ich weiß es natürlich schon, weil ich es ja schon gespielt habe. Und das sind so Aussichtspunkte. Die sind übrigens im ganzen Spiel verteilt. Also in jedem Gebiet, wo ihr seid, gibt es so eine Dinger. Versteckt manchmal auch. Und die zeigt er mir auch an. Und die machen wir jetzt auch mal. Zeit haben wir ja noch ein bisschen. Gehen wir mal. Da oben steht übrigens auch noch ein Typ mit einem Geschenk, aber da kriegt ihr nichts. Kann ich euch ja mal kurz zeigen. Seht ihr? Da könnt ihr das hier holen, aber ist ja rot. Für diesen Gegenstand ist es erforderlich, während des Winterereignisses 2016 mindestens 1000 Cent nach, zu transferieren. Also müsst ihr erstmal hier echtes Geld bezahlen. Wenn ihr 1000 Cent, weiß jetzt gar nicht, kostet glaube ich 10 Euro vielleicht. 2000 Cent weiß ich, kosten 15 Euro. Das habe ich schon mal nachgeguckt. Hier ist aber noch jemand, mit dem wir reden können. Keine Zeit für Geplauder. Wir sehen uns. Ach, General. Uiuiuiui. Dann will ich nicht weiter stören, Herr General. Wer bist du? Jeske, der Abtrünnige. Die Lich Sulkira haben Tai in den Untergang geführt. Es wird Zeit, ihrer Herrschaft ein Ende zu setzen. Aha. Auf Wiedersehen. Naja, gut. Warum leuchtet er so? So, hier haben wir die zweite Kugel. Ja, sehr schön. Sieht wunderbar aus, finde ich. So. Was stehst du denn hier so rum? Ja, Wachen. Ja, und hier sind wir ja in der Halle der Gerechtigkeit. Und da haben wir schon den Chef. Aber zu dem müssen wir später sowieso auch nochmal gehen. Also gehen wir erstmal, folgen wir hier dem Pfad. Zack, zack. Zack. Komme ich sogar ein bisschen schneller voran mit, ne? Mit der Fähigkeit. Aber wenn die Ausdauer leer ist, dann ist vorbei. Da steht zwar auch noch jemand, aber da kommen wir auch später zu. Da müssen wir durch eine Quest dann sowieso hin. Brauche ich euch also jetzt nicht erklären. Und hier reden sie überall. Das ist die Wache. Was wollen die denn von denen? Das ist ein Bürger. Vielleicht haben sie ihn ja erwischt bei irgendwas. Und tun ihn jetzt zur Rede stellen. So, sind wir auch schon hier und hier ist ein Portal. Na, wo das wohl hinführt? Zur Mondsteinmaske. Teleportieren, okay. Zu der schwebenden Insel da oben. Und da steht ein einziges Riesenhaus drauf. Schon fast. Mondstein. Tisana. Kutisana. Meinen die Prostituierte oder was? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ob das, aber ich glaube schon, das ist hier so eine Art Freudenhaus. Möchte ich sagen. Aber ich denke mal, dass wir da irgendwann sowieso auch mal hin können. Hier haben wir auch einen Briefkasten. Da hatten wir ja schon geguckt. Da wird jetzt nichts mehr drin sein. Und ganz schön Betrieb hier, ne? Also. Aha. Aber das Ziel, wo wir hin wollen, ist hier hinten. Ah, springen wir mit. So. Und da haben wir auch schon das Geräusch gehört, dass die Quest abgeschlossen ist. Ich frage mich gerade, ich habe gerade gesehen im Bild da oben, auf dem Ding ist ja auch noch ein Haus. Und ich frage mich, wo kommt das Wasser her? Unendlich. Also unendlich Wasser aus diesen Steinen, der es schwebt. Aber wir sind ja hier in einer Fantasiewelt. Da ist alles möglich.
So, und jetzt sollen wir auch schon wieder zurück zu den Herren. Ja, ich könnte jetzt da oben reingehen im Haus, aber da kann ich mit keinem reden, glaube ich, und nichts. Deswegen weiß jetzt auch nicht, ob es da eine... hier, guck mal hier. Oder eine sie. Auf jeden Fall sitzt sie da direkt an der Kante. Hat die keine Angst, da runterzufallen? Was ist das hier? Was ist das? Naja, wir gehen wieder zurück. So. Habe ich da gerade, ich habe nämlich gerade gesehen, da oben ist auch, habe ich doch richtig gesehen, da oben ist nämlich auch noch ein Portal. Seht ihr das? Aber ich glaube, da oben kommt man nur hin, soweit ich weiß, wenn man irgendeinen Schlüssel hat. Den haben wir nicht. Okay. Na gut, dann gehen wir zurück zu wie heißt er jetzt nochmal? Ach nee, die Quest wurde automatisch abgeschlossen, glaube ich. Ich glaube schon, ja. Wir brauchen gar nicht mehr zu den Typen hier oben gehen. Aber wir kommen da eh vorbei. Kann ich ja gleich mal gucken. Hatte der uns eigentlich was gegeben? Ja, sieht nicht so aus. Ja, er hier, der da hinten stand. Ich geh mal kurz gucken. Ja, man kann ihn zwar anquatschen. Seid gegrüßt. Okay, auf Wiedersehen. Ja, die Quest wurde automatisch abgeschlossen. Prima. Wir sollen jetzt zu General Barasch. Zielort Gewölbe der Halle der Gerechtigkeiten. Muss ich mal kurz gucken. Ja, genau. Obwohl, das ist vielleicht okay. Dann gibt er uns vielleicht auch noch eine Quest. Ach so, das ist ja von dem anderen Typen. Okay, dann machen wir das erst. Aber ich muss auch gleich wieder einen Schnitt machen. Wollte jetzt die Parts auch nicht allzu lange machen. Ich denke mal, so mit einer halben Stunde oder ein bisschen über einer halben Stunde ist das schon okay. Weil sonst schafft man ja in dem Spiel nichts, ne? Wenn das jetzt zu kurz ist. Ach hier, die sind auch von den Drachen. Seht ihr, die sind... Aber er kann wieder nicht reden. Seid gegrüßt, Held von Neverwinter. Die Drachengeborenen abgeschlossen. Ah, der Held von Neverwinter ist gekommen. Es freut mich, euch endlich kennenzulernen. Ich freue mich schon darauf, an eurer Seite gegen den Kult des Drachen zu kämpfen. Aha, okay. Seid gegrüßt, General. Ich habe ein paar Fragen. Was wollt ihr wissen? Ach, jetzt kannst du auf einmal reden. Wer seid ihr? Ich bin Barasch, General der Drachengeborenen Kräfte hier in Neverwinter. Wir kommen aus einem weit entfernten Land, um unsere Hilfe anzubieten. Okay. Ich habe noch mehr Fragen. So. Warum sind die Drachengeborenen in Neverwinter? Da redet er wieder nicht. Die bösen chromatischen Drachen sind unsere Todfeinde. Als wir von den Machenschaften des Kult des Drachens erfahren haben, entschlossen wir uns dazu, euch gegen sie im Kampf zu unterstützen. Unsere Priester glauben auch, dass es womöglich eine weitere Bedrohung gibt. Aha. Okay, aber mehr Fragen habe ich jetzt nicht. Was bist du denn für einer hier? Ja, in dem Spiel gibt es natürlich auch sehr viel verschiedene Währungen, ne? Und ich sehe gerade, ich könnte mit meinem Tank hier eigentlich was kaufen gehen. Der hat diese Währung, glaube ich, schon. Drachenschuppe, ja. Silberne Drachenschuppe.
Aber mir fällt da gerade was ein. Wir können auch bei dem Zeug verkaufen, was wir loswerden wollen. Und der Bogen und die Schuhe waren ja alt. Also gleich weg damit. So. Und jetzt haben wir nur noch die Quest. Jetzt haben wir hier oben schon mal die Quest abgeschlossen. Man kann natürlich auch hier auf der lokalen Karte gucken. Wenn ihr dann das Pad reindrückt, könnt ihr dann auch hier so... Ja, hier gibt es einiges. Da müssen wir aber, da kriegen wir dann noch Quests, wo wir dann dahin müssen. Ne? Hier oben waren wir ja jetzt gewesen gerade. Modesteinmaske, genau. Und hier bei den ganzen Dingern, da kriegen wir dann noch extra Quests, wo wir dann sowieso hin müssen. Also können wir das erstmal so. Aber hier kann man dann immer nachschauen, ob sich hier noch irgendwo Quests, die man annehmen kann, so Ausrufezeichen befinden. Ne? In dem Fall nicht. Wieso zeigt er dann jetzt? Achso, ich soll ja hier hin. Stimmt. Aber bevor wir da reingehen, würde ich sagen, ich bin jetzt schon bei 36 Minuten. Würde ich sagen, das war's erstmal. Und dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Neverwinter. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und denkt an Kommentare. Würde mich sehr freuen. Ciao.